Also wir haben jetzt jede Menge Fleisch von den verbrannten Yaks. Das ist schon mal schön. Nicht schön ist, dass unsere ganzen Ressourcen hier weg sind. Nee. Und die Tannenzapfen scheinen nicht wirklich viel zu halten. Also nicht wirklich lange zu halten. Das Feuer ist schon fast aus. Ach, verbrennen wir den Rest auch noch. So, so, so. Und das Fleisch wollten wir kochen. Aber erstmal sollten wir was essen. Eins. Zwei. So, wir haben noch 10 Portionen Hasenfleisch und 14 Portionen. 13 Portionen Jagdfleisch. Ich denke mal, das wird auch mehr bringen als diese kleinen Portionen. Man sieht direkt so ein richtig riesiges Steak hier liegen. Aber ja. Gleich haben wir den Tag und dann sollten wir neues Gras sammeln. Die Samen da einsammeln und neu pflanzen. Das Fleisch nehmen wir mal mit. So, du kommst auch schon mal mit und kommst da rein. So, jetzt hätte ich gerne eine von den schnellen Farmen. Dafür brauchen wir 8 Gras, das gerade alles verbrannt ist. Hier ist aber auch noch welches. Wir haben allerdings keinen Flint mehr, um das auszugraben. Also um eine Schaufel zu bauen und das dann auszugraben. Weil wir müssen das alles von Hand nehmen. Das ist jetzt doof. Na gut, Dünger kommt mit. Also es wird wahrscheinlich echt daran scheitern, dass wir keine Steine finden. Da ist ein Stein bei den Spinnen. Ich glaube, das probiere ich einfach mal. Wir laufen jetzt zu den Spinnen. Ich nehme vorsichtshalber schon mal den Speer in die Hand. Und lasse noch das eine Stück Kohle hier oben liegen. So, Kohle kann dahin. Pumpkin kann dahin. Damit werden wir nicht Platz haben. Das Gold sowieso. So, jetzt gehen wir zu den Spinnen. Und gucken, ob wir da an den Stein rankommen. Wo ist meine Pickaxe? Die muss auch noch gebaut werden. So, jetzt sind wir vorbereitet. Gut, gut. Stein ist... Oh, da ist noch ein Stein. Sehr schön. Damit werden schon mal die nächsten Tage gerettet. Und es scheint sogar so ein großer Stein zu sein. Also der sieht anders aus als die anderen. So. Klopf, 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 klopf. Klopf. 3 Steine, 2 Flint und 1 Goldnugget. Okay. Hier war... Ja, sehr schön. Noch ein Stein. Gut, gut. Also auf der zweiten Insel scheint es doch mehr Stein zu geben als gedacht. Das heißt, wir sollten hier schön zu Ende erkunden, bevor wir irgendwas Waghalsiges machen. Zu den Spinnen zu gehen ist wahrscheinlich auch waghalsig, aber hier habe ich doch irgendwo einen Stein gesehen. Genau da. Du kommst auch mal mit in Einzelteilen. So. Drehen. So, da ist ein Grabstein, den brauchen wir nicht unbedingt. Aber das Gras, da brauchen wir. Das heißt, wir können... Ja, wir können das große Lagerfeuer bauen. Sehr schön. Ich gehe nochmal kurz hier den Weg zu Ende. Nur für den Fall, dass sich hier irgendwas versteckt hat. Nö. Ein, zwei Stöckchen können wir mal wieder mitnehmen. So, und jetzt gehe ich hier außen rum so lange lang, bis es langsam Nacht wird. Also hier so rum. Das Ganze machen wir dann morgen nochmal und übermorgen nochmal. Und so kriegen wir Stück für Stück die ganzen schönen Steinbrocken hier. So, alles mit, alles mit. Also wir haben genug Holz, um das Lagerfeuer aufzubauen. Wir haben aber nicht genug Holz zum Feuern. Das sollten wir gleich auch noch machen. Oh, da ist ein Steinbrocken. Hier unten habe ich auch noch einen gesehen. Oh, sehr schön. Das heißt, wir bauen erstmal eine neue Pickaxe. So. Dann bauen wir oben das große Lagerfeuer und dann...
Lohnt sich das überhaupt, hier ein Basislager zu bauen und da gleich noch eins? Nee. Ich denke, wir haben hier unser Kaninchenbasislager. Hier haben wir unser Yak-Basislager. Also Yak-Spinnen-Basislager. Und dann baue ich hier noch eins hin. Als Vorposten vor dem Sumpf. Da werden wir uns dann wesentlich später erst durchwagen müssen. So. Weniger Plan, mehr machen. Hier noch ganz kurz. Mehr Spinnen. Ja, das war ja auch mittelfristig ein Plan, die ganzen Spinnen mal abzufarmen. Aber um die Fallen zu bauen, brauchen wir noch viel mehr Gras. Und das haben wir ja gerade alles verballert. Da müssen wir gucken. Oh, und wir haben auch endlich genug Stein, um unseren Rasierapparat zu bauen. Also diese Rasierklinge. Ah, da bin ich auch schon gespannt, was dabei rauskommt, was man mit dem Bart anstellen kann. Ich denke mal, es ist einfach nur Brennmaterial, obwohl das ganz schön stinken dürfte. Oder irgendeine alchemistische Zutat, das könnte auch sein. Skurril genug wär's. So, das isst du gleich. Das da nimmst du mit. Das da auch. Die Geräusche sind allgemein auch recht cool. Ich denke mal, es wird irgendein Typ gemacht haben. Auch die von dem Truthahn, dieses... Hat bestimmt recht viel Spaß bei den Aufnahmen gehabt. So, eine Karotte. Nö, brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt endlich unser großes Lagerfeuer hier aufbauen. Was hoffentlich wesentlich sicherer ist. Ich schmeiß mal testweise ein Stück Gras davor. Es fängt kein Feuer. Das ist sehr, sehr gut. Das hätten wir also auch schon mal. Die Samen wollte ich noch einpflanzen da oben. Dass da Ernten, dass wir was Neues einpflanzen können. Und es war echt nur eine Karotte. So, du wirst gekocht. Gleich gegessen. Wir haben 2 Goldnuggets. Schade. Hätten wir 4, könnten wir mal die neuen Werkzeuge ausprobieren. Brauchen die neuen Werkzeuge überhaupt Flint? Das wäre sehr schön, wenn nicht. Dann könnten wir dadurch uns die... Nee, die brauchen keinen Flint. Ja, schön. Also wenn wir irgendwann gar keine von den Feuersteinen mehr haben, können wir einfach Gold benutzen. Weil Gold dürften wir theoretisch unendlich nachproduzieren können, wenn wir den Schweinekönig endlich finden. Aber ja, alles nacheinander. Wir wollen erstmal essen. Ich guck mal, wie viel dieses neue Steak bringt. Wir sind jetzt bei 68. Bumm, 100. Das bringt richtig, richtig viel. Aber dafür sind insgesamt wieder schon 3 von den Yaks permanent gestorben. Also ja, permanent gestorben. Also ja, die 3 Yaks sind weg und produzieren deswegen wahrscheinlich keinen Dünger mehr. Außer sie kommen doch irgendwie wieder. Aber wenn die Kaninchen immer wieder kommen, dann müssten die Yaks doch auch immer wieder kommen, oder? Kann man die Logik da benutzen? Weiß ich nicht. Na gut, werfen wir erstmal ein bisschen Holz hier rein. Schlagen dann ein wenig neues Holz, bevor die Bäume hier wieder klein werden und vergammeln. Die ganzen Tannenzapfen sollten wir auch gleich aufheben. Oh. Neue Axt. Ja. Also ja, Tannenzapfen alle gleich aufheben. Und eine neue Baumfarm anfangen. Diesmal ein wenig mehr verteilt, damit man leichter rankommt und die Holzblöcke und die Tannenzapfen einfacher aufheben kann. So. Die Baumfarm kann ja auch ruhig etwas abseits sein. Die muss ja nicht unbedingt im Lichtradius sein. Dann müssen wir halt immer tags abfarmen, aber das passt schon. Ich denke mal, das nimmt sonst zu viel Platz weg. So, ja, jede Menge zum Einsammeln. Ting, 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 ting. Ich werde wohl gleich die Kamera wieder drehen müssen, sonst verpasse ich die Hälfte. Oder auch nicht. So. Was wollen wir noch machen? Wir haben jede Menge Holz. Stimmt, ich hatte 2 Bretter gebaut und hier irgendwo hingelegt. Wir brauchen 24 Bretter. Jo. 1, 2. So, jetzt können wir die
Kiste bauen und die Kiste kommt ganz weit weg vom Lagerfeuer hin. Sagen wir mal hier. So, da lagern wir jetzt den Pumpkin ein, die Kohle ein. So, was kommt da noch rein? Das ganze gute Fleisch. Die ganzen Steine. Warum haben wir zwei Äxte? Ja. Die Wolle und die Tanzapfen wollten wir neu einpflanzen. Machen einfach hier so eine kleine Reihe. Das reicht doch erstmal. Wir kommen ja eh meistens nicht dazu, alles abzupflanzen. So, also die können auch wieder rein. So, also brauchen wir schon die nächste Kiste, um das Gold und den anderen Krimskrams da einzusortieren. Und die Kette zum Beispiel. Können wir jetzt eine große Farm bauen? Nein, wir brauchen 5 Gras. Na gut, dann haben wir jetzt genug Flint, um eine neue Schaufel zu bauen. Und bauen dann die Grasbüschel, die hier so rumstehen, alle mal ab. Und bringen die näher ran zu unserer Farm. Also, du da bist zwar schon nah dran, aber es geht immer noch näher. So. So. Dünger nehmen wir alles mit, was wir finden können, da wir immer weniger Tiere haben. Vermutlich. Aber das finde ich echt schön, dass man halt so wenig drüber weiß. Ich habe auch absichtlich nichts im Internet recherchiert, damit ich mich immer schön überraschen lassen kann. Weil wenn man halt weiß, die Yaks kommen wieder, dann schlachtet man sofort alle ab. Jetzt ist man erstmal noch so ein bisschen vorsichtig und managt die Ressourcen ein bisschen genauer. So, oh, du kannst auch mit. Zack. Du auch. So. Und die werde ich jetzt auch garantiert nicht verforschen. Die brauchen wir alle. Auch wenn wir um das Forschen nicht drum herum kommen werden. Aber das mache ich erst, wenn wir oben in unserem Kaninchenbasislager waren. Und da jede Menge Grasbüschel abgesammelt haben. So, kommst mit, kommst mit. Du kannst gleich gegessen werden. Oh, da ist noch mehr Stein. Dafür habe ich aber keinen Platz mehr. Aber gut zu wissen, dass es da ist. So, ich gehe mal einfach hier in die Gebiete, wo wir noch nicht waren, um nebenbei ein bisschen das aufzudecken, während wir nach Gras und Stöckchen und was weiß ich suchen. Noch mehr Stein. Das eine Kaninchen hier auf der Insel. Ist ja auch recht putzig. So, du kommst mit. So, hier waren die ganzen Spinnen und Grabmäler. Da könnten wir demnächst auch mal wieder vorbeischauen. So, das reicht doch erstmal. So. Nee, nee, wir wollen nichts von dir. Wir wollen dich nicht anstupsen. Ja, wir haben keinen Platz mehr. 20 Dünger haben wir schon. Das ist doch ordentlich. Was liegt denn da hinter der Maschine? Fleisch. Oh, 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 okay. Das war noch von dem Feuerunfall. Du auch noch mit dahin. So. Wir würden gerne düngen. Das da. Und wir würden gerne bauen. Können wir immer noch nicht. Na gut, wir wollen jetzt die Grasbüschel neu setzen. Und ich setze sie jetzt einfach mal hier auf dieser riesigen Wiese. Schön im Abstand. Voneinander. So, wir haben Holz für die Nacht. Wir haben die Saplings. Die können hier oben hin. Jedenfalls ein paar. 1, 2, 3 Stück da. Machen wir 3 Stück noch ein wenig weiter außerhalb. So, die müssen wir, glaube ich, auch düngen. Nö, müssen wir gar nicht. Ha. Die wachsen von alleine. Na gut. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte die abbauen und nicht abbuddeln.
So. Speer. Nacht bricht gleich an. Dann verbraten wir doch mal die letzte Axt hier. Also die angeschlagene Axt. Holen noch ein wenig Holz. So. Tschupp, 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 tschupp. Ist hier irgendwo noch ein großer Baum? Erstmal 1, 2, 3, 4, 5. Da ist ein großer Baum. Unten rechts ist auch noch einer. Den nehmen wir auch gleich mit. Das dürfen wir noch hinbekommen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Komm schon, stirb. So, nee, ich will nur den Dünger haben. Und den Tannenzapfen da. So. Ja, das schaut doch gut aus. Haben wir was zum Kochen? Ja, das Fleisch. 1, 2. Letztes Mal hat das ja fast ganz aufgefüllt. Ich gucke mal, wie viel jetzt dabei rumkommen. Wir sind bei 46. 33 Essen bringt das. Das ist ordentlich. Das hier bringt gerade mal 20 rum. Das heißt, das kommt auch wieder in die Kiste. Tannenzapfen auch. Ja. Dann pflanzen wir jetzt nochmal die Beerensträucher. Die mussten aber definitiv gedüngt werden. Auch ein wenig versetzt. Auch wenn ich nicht weiß, ob das reichen würde. So, einmal düngen, zweimal düngen, dreimal düngen. Samen bräuchten wir noch. Da ist zum Beispiel keiner drin. Ah, da liegen welche. Praktisch, praktisch. So, einmal da rein. So, was machen wir morgen? Ich denke mal weiter Grasbüschel suchen und die Insel erkunden. Eventuell auch erstmal die beiden Steinblöcke da abhauen. Da ist nämlich, glaube ich, noch einer. Bei denen kriegen wir den vierten Goldbrocken und können uns mal die Extra-Werkzeuge angucken. Die müssen wir aber vorher freischalten, oder? Wo seid ihr? Die sind hier gar nicht. Hä? Achso, wir müssen in der Nähe von der... Ah, wir müssen in der Nähe von der Forschungsmaschine sein. Da wird überhaupt sehen. Das ist ja auch nicht schlecht. Nö, brauchen wir anscheinend nur den vierten Goldbrocken. Okay. Haben wir noch eine Schaufel? Ja. Dann können wir mal die ganzen Baumstümpfe hier rausnehmen. Zack. Zack. Ist alles gutes Holz. Nicht aus Versehen den Jacks anstupsen. Jack anstupsen. So. Dich. Auch noch. So. Neuer Tag. Es wird automatisch abgespeichert. Da mache ich doch mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder.